Hallo Leute, willkommen zu Let's Play Pixel Heroes. Juhu! Im letzten Part haben wir den Vulkan abgeschlossen. Wir haben da irgendwie eine Questbelohnung bekommen, die mich etwas erschreckt. Wir haben hier etwas, das 103 Geschicklichkeit gibt und mich immun gegen Verbrennen macht. 103 Geschicklichkeit. Skaliert diese Waffe auf Geschick? Nein. Skaliert diese Waffe auf Geschick? Ja. Also, schauen wir mal den Waffenschaden hier an. 124. 134. Nicht so viel, weil die Waffe sehr schlecht auf Geschicklichkeit skaliert. Aber what the fuck? 103! 103! Stellt euch mal vor, das wäre Stärke und Int. Also 103 Stärke minus 103 Int. Dann hätte ich 200 Stärke. Was zum Teufel? Das wäre ultra geil, das Item. So bringt es natürlich einen feuchten Scheißdreck. Aber interessant zu sehen, dass es solche Items gibt. So, wo ist denn der Haribert? Da ist der Haribert. Jupp, jupp, jupp. Bleibt uns ja nichts anderes übrig. Wir können nur eine Quest annehmen. So, dann verkaufen wir mal den. Den. So, jetzt müssen wir gucken. Zyklopische Pyramide. Brauche ich Schutz für verwirrt? Ich habe kein einziges Item, was mich vor Verwirrung schützt. Das ist richtig assi. Das ist richtig assi, muss ich sagen. Habe ich absolut Mist gemacht mit Items verkaufen. Absolut fail war das von mir. Dex 10, Fate 10. Rüstung wird hier Wurm empfohlen. Wurm ist das hier, soweit ich es richtig in Erinnerung habe. Jawohl. Haben aber auch nur eins. 12 und 3, das kaufen wir auch. So. Dann verkaufen wir mal die Phönixfeder. Dann verkaufen wir mal... Das da können wir mal... Ja, das können wir verkaufen. Okay. Das ist auch Wurm. Okay, also die stärkste Rüstung bekommst natürlich wieder mal du. Das ist die hier. Die etwas schwächere, weil sie nur 50% resistent hat, bekommst du. Ja, und wir haben nichts gegen Verwirrung. Das wird schlecht. Ehrlich gesagt, wir können jetzt noch verlieren. Durch diesen Fehler von mir, dass ich meine ganzen Items, die mich vor Verwirrung geschützt haben, verkauft habe. Das kann uns jetzt die Runde kosten. Deswegen tue ich, mal gucken. Ich gebe dem jetzt hier eine, so eine Rüstung. Moment. Ich gebe dem die Rüstung. Damit, wenn ich von einem von den beiden getroffen werde, wenn ich verwirrt bin, nicht zu viel Schaden bekomme. Bin am Überlegen, hier auch eine Waffe auszutauschen. Gegen ein Schild vielleicht sogar. So. So, machen wir es mal so. Dadurch habe ich nämlich die 100%ige Sicherheit, nur mit physischen Waffen anzugreifen. Und der hat ja den Schutz dann gegen physischen Schaden. Physischen Schaden. Du bekommst mal lieber das hier. Und dann schauen wir mal. Das wird jetzt echt abgefuckt. Es war sehr fail von mir. Alle können verwirrt sein. Es war blöd von mir, dass ich meine ganzen Verwirrungs-Items verkauft habe. Hier ist auch nichts dabei, was ich brauche. Heiltränke brauche ich auch keine mehr. Na gut. Ah, schau. Oh, jetzt wollte ich noch was beim Händler gucken, aber egal. Gehen wir los. Ach, ich hätte ihn angreifen. Ich muss die Kämpfe jetzt machen. Vielleicht bekomme ich noch Items, die gegen Verwirrung schützen. Na, die schützt leider nicht die Hand. So,
und dann haben wir den. Wir tanzen mal mit ihm. Und er ist natürlich sauer auf uns, weil wir scheiße im Tanzen sind. Vor allem der Vorteil ist, wenn ich jetzt mit den beiden Schilde habe, ist, falls jetzt wirklich der Fall ist, dass ich verwirrt bin, kann es mit einer großen Wahrscheinlichkeit sein, dass ich ihn nicht mit einer Waffe angreife. Denn die Chance, dass ich ein Gruppenmitglied angreife, ist... Also, dass ich ihn angreife, ist meistens recht klein, weil ich habe ja auch noch die anderen beiden. Und wenn ich ihn angreife, ist die Chance dann nochmal halb so groß, dass ich auch wirklich viel Schaden an ihm mache, weil es kann auch sein, dass ich mit dem Schild angreife. Und das Schild hier macht 37, das macht 103. Also, das ist schon natürlich ein Riesenvorteil, wenn ich jetzt da zwei Schilde drin habe. Ich muss natürlich gucken, wenn ich jetzt einen Gegner habe, der sehr resistent gegen physischen Schaden ist, dann habe ich auch Probleme. Also ich brauche einfach noch Items, die mich gegen Verwirren schützen, sonst habe ich ein Riesenproblem. Ich brauche die ganze Betäubung jetzt überhaupt nicht. Ich brauche jetzt eigentlich nur was gegen Verwirrt. Aber vielleicht verwirren ja gar nicht alle Gegner. Ein Verfluchen tun ja auch welche, stimmt, da war was. Weil die Items, die ich jetzt so habe, sind schon eigentlich ganz geil. Das ist halt nur einfach jetzt echt Fail gewesen, dass ich... leider nicht... 9 Rüstungen. Mal schauen. Brauche ich vielleicht gar nicht. Vielleicht brauche ich es unbedingt. Mal schauen. Gut, versuchen wir es. Vielleicht mache ich mir jetzt auch nur einfach alles smarig und vielleicht ist es gar nicht so schlimm. Was ich wissen muss, der Endboss ist immun gegen weich und gegen dumm. Ja, das war zum Beispiel mein Schildangriff. Hat sich schon gelohnt, dass ich das Schild reingetan habe. Jupp. Hat sich schon gelohnt. So. Ah, die Sphinx hält eh nicht so viel aus. So, schauen wir mal. Ja, das war nicht gut. Das war auch nicht so gut jetzt unbedingt. So, jetzt kann natürlich sie in jeder Runde verwirren, theoretisch. Das war nicht so schlimm. Die hat noch keinen Schaden bekommen. Ihr seht, wie groß das Problem ist, ne? Vielleicht habe ich doch nicht übertrieben. Der kann jetzt sterben. Schwupp. Ach du Scheiße. Okay, das ist okay. Das ist auch okay. Ihr seht das Problem? Ihr seht das Problem. Nichts gegen Verwirren. Nice. Gut, jetzt ist zum Glück der Gegner von vorher nicht mehr da. Wie gesagt, wenn der in jeder Runde alle drei verwirrt, das ist übelster Abfuck. Ich bin ein bisschen nervös jetzt gerade. Wenn jetzt in der letzten Runde die Krieger deswegen sterben, weil ich vorher die ganzen Entwirrungs-Items verkauft habe. Wow, dann hasse ich mich. Nein, so schlimm ist es nicht, aber das wäre jetzt arschig. Okay, er verwirrt schon mal. Er hat schon mal einen Skill, der nicht unbedingt verwirrt. Das ist schon mal gut. Okay, das ist mir egal. Mhm, sehr schön. Kannst du verwirren? Die Maske von Atrotep war übrigens... Ja. Das ist das, wovor ich am meisten Angst hatte. Deswegen hat er auch eine Rüstung bekommen. Immun gegen Weich. Okay, gut zu wissen. Ja, das kannst du gerne die ganze Zeit machen, wenn du willst.
klug sein hilft dir nur leider nicht viel. Aber er ist immun gegen Weich, das pisst mich schon ein bisschen an. Das kann verwirren. Ein Angriff noch. Verwirr mich jetzt nicht. Okay, alles klar. Ihr seht, der letzte Dungeon pisst mich nochmal übelst an. Und der Endboss kann, glaube ich, auch verwirren, soweit ich weiß. Eieieiei. Nichts gegen Verwirrung. Gut, bleibt uns ja nichts anderes übrig. Oh no. Das war's. Jo, das war's. Da komme ich nicht vorbei. Scheiße. Er blutet nicht. Er ist nicht weich. Ich mache keinen Schaden an ihm. Das war's jetzt. Ich glaube, der Wächter... Ne, ich glaube, das war's wirklich. Ich kann halt keinen Schaden gegen ihn machen. Acht Schaden mache ich gegen ihn. So, meine Freunde, ich glaube, ich muss an dieser Stelle wieder etwas schneiden, weil der Kampf hier wird jetzt unendlich lange dauern, wenn wir ihn überhaupt schaffen. Und deswegen sehen wir uns gleich wieder. Wow, okay, wir haben den Typi down. Ich habe gerade noch geschafft, auf die Aufnahmetaste zu drücken. Problem ist, ich bin jetzt gerade mit allen verwirrt. Okay. Problem an der Sache ist, das hat jetzt eine halbe Stunde gedauert. Und ich bin gleich verwirrt und könnte mich trotzdem noch selber töten. Ja, das ist der falsche. Den solltest du nicht angreifen. Ich gehe auf Nummer sicher und heil. Parasit hältst du noch eine Runde aus. Dem Tode nahe, das ist gut. Boah, Alter, ich bin jetzt echt gerade übelst genervt, dass ich jetzt eine halbe Stunde für den Kampf gebraucht habe und dass ich nichts gegen Verwirren habe. Das Verwirren, es ist so... Oh. Okay, da war es nur noch die Maske. Yo, zweite Etage. Das Problem ist, wenn ich jetzt magische Waffe anziehe... Ah, ich muss den Heiler gleich... Ich hätte den gleich rausholen sollen. Das Problem ist, wenn ich mir eine Vagische Waffe anziehe und ich greife meine Leute selber an, weil ich verwirrt bin, dann mache ich richtig Schaden, weil hier kaum einer Magieresistenz hat. Das ist das Problem. Ich habe den auch nur down bekommen, weil ich mit ihr den Skill gemacht habe, dass alle rasend sind. Und das ist ultra riskant. Ganz ehrlich, das ist mega riskant. Das sollte man nicht machen. Ja, gut, okay. Stirb jetzt bitte. Nein, okay. Ich dachte, jetzt kommt nochmal eine Verwirrung, die mich übelst abfuckt, aber passt. Jo, das hat mich jetzt übelst getiltet. Jo, ich habe immer noch nichts gegen Verwirrung, aber ich muss mir jetzt eine magische Waffe reintun, weil ich habe keine Lust, jedes Mal eine halbe Stunde zu benötigen. Wir werden sowas von sterben. Ja, da ist ein Wächter dabei. Und ich habe keinen Gegner, der mich verwirren kann. Das ist okay. Mann! Ich bin so angepisst gerade. Warum habe ich die Verwirrungs-Items verkauft? Wenn die nicht gewesen wären, wäre alles viel chilliger. Dann wäre auch der Wächter nicht so schlimm, weil ich...
dann ohne Probleme mich wütend machen könnte und alles. Aber er kann auch das die ganze Zeit. Er hat die ganze Zeit den Wächter auch ein bisschen geheilt. Und das ist natürlich blöd. Und das ist das falsche Element. Ja, nice. Wir sehen uns, wenn ich den Wächter down habe. Beziehungsweise, ich kann euch... Nee, hier ist keiner, der mich verwirrt. Das kann ich im Gameplay zeigen. Das ist gut. Ja, genau. Heil ihn. So. Also, erstmal ist er wütend. Macht guten Schaden. Das ist natürlich mega schlecht, weil wenn er wütend ist, halt er natürlich auch viel besser. Aber so geht es natürlich viel schneller, wenn ich keinen dabei habe, der verwirrt ist. Ich musste die ganze Zeit mit ihm heilen und er macht kaum Heal, deswegen hat das ultra lang gedauert. Oh, ich habe doch einen, der mich verwirrt. Ja, oh, das ist mir jetzt aber egal. 6? Wieso mache ich jetzt nur noch 6 Schaden? Ich habe vorher mehr Schaden gemacht. Nein, was ist los? Ja, sie kann natürlich verwirren. Ja, das ist jetzt nicht so schlimm. So, den hier. Wenn der Wächter nicht immun gegen Weich wäre, hätten wir überhaupt kein Problem. So, gehen wir wieder auf Full Risk. Wenn ich jetzt irgendeinen, wenn ich mit der jetzt verflucht werde und mit einer magischen Waffe angreife, dann bringe ich einen um. Okay, das ist nicht so schlimm. Oh, das ist sogar sehr gut. Mann, das ging ja richtig schnell. Wahnsinn. Blöd, dass diese Waffe keinen Schaden gegen den Wächter macht. Da muss ich schauen, ob ich noch was anderes habe. Ja, das ist mir... Oh, egal ist es mir nicht. Nein, komm schon. Jetzt muss ich aber heilen. Sonst wird es mir zu kritisch. Natürlich. Unversehrt. Schön hochgeheilt. Das ist Teamplay zwischen dem Gegner und meinem Heiler. Nein, das gibt's doch nicht. Jetzt könntest du damit aufhören? Das gefällt ihr. Ne? Das macht ja richtig Spaß, der Miezekatze. Okay, das ist mir wiederum nicht so wichtig. Hättest weitermachen sollen mit deinem Scheiß. Ich meinte natürlich, das passt schon. Fuck you. Aber das hält sie nicht auf Dauer durch. Wie groß ist das Pech? Ich meine, er hat eine Chance, dass er die drei hier auch heilt. Wehe, du heilst jetzt wieder den Gegner. Das gibt's doch gar nicht. Die Chance ist vielleicht 40-50%, ich weiß es nicht. Also die Chance, dass man sich selber was antut, ist schon größer. Aber nicht 100%. Stirb bitte, danke. Okay. Die Qual des letzten Dungeons geht weiter. Ich mag es nicht, dass es jetzt am Schluss noch so spannend ist. So, physisch. Brauche ich nicht. Was hast du in Element 9? Ja, ich nehme mal das Element, weil das andere hat ja keinen Schaden gemacht. Sonst habe ich ja keine magische Waffe dabei. Ich habe keine große Auswahl. Kein Wächter! Yes! Allerdings macht jetzt die Waffe natürlich nicht so viel Schaden. Ja, ineffektiv, dachte ich mir fast. Und weiterhin haben wir die Bedrohung des Verwirrtseins. Nice. Machen wir mal den hier. Ja, achso, das ist effektiv. Warum habe ich überhaupt mit der anderen Waffe angegriffen? Ich weiß es gerade nicht. So, mein Krankheitseffekt ist auch weg. Der Skarabäus ist tot. Okay.
Die Wächter. Die Wächter ficken mich jedes Mal so hart. Entschuldigung, dass ich so ein Wortwahl benutze, aber die ficken mich jedes Mal so verdammt hart. Aber jedes Mal, ne? Danke. Ja, heil dich. Das ist das Beste, was du machen kannst. Mach dich klug. Ja, wo... Also, super. Maske von Autotep. Ich muss echt sagen, du bist ein echter Teamplayer. Also für mein Team. Ja, wunderbar. Mach weiter so. Sehr geil. Sehr schön. Immer feste drauf. Nein, warum musst du jetzt sowas machen? Ich meine, das war doch cool, was du gerade gemacht hast. Nicht verwirren, danke. Sehr schön. Wir quälen uns weiter durch. So, ja, ich verschwende Heiltränke, aber das ist mir egal. Ich brauche sie eh nicht mehr. Okay. Gut. Kriegen wir alles gebacken. Hier ist keiner dabei, der verwirrt machen kann. Deswegen sieht das jetzt viel schlimmer aus, als es ist. Glaubt mir, das sieht viel schlimmer aus, als es ist. Vor allem, ich habe jetzt das hier. Warum ist alles gegen euch ineffektiv? Warum ist alles gegen euch ineffektiv? Das kann doch gar nicht wahr sein. Nur noch 2 Schaden. Warum mache ich... Wenn ich tiefer in den Dungeon komme, mache ich weniger Schaden. Hä? Kann das sein? Ich meine, die hat am Anfang 8 gegen die Wächter gemacht. Jetzt macht sie nur noch 2. Haben die dann höhere Resistenzwerte? Oder was verpasse ich hier gerade? Ineffektiv 2. Nein, effektiv 2, glaube ich, war's. So. Du kriegst jetzt einmal ordentlich. Was macht das 81 physisch und das macht 94 physisch? Dann lieber den hier. Und den hier. 80 effektiv, nice. Und noch einmal Schaden. Ah, sehr schön. Der erste ist schon dem Tode nahe. Gut, in den Zwischenrunden kann ich mich jetzt hochheilen. Kann ich sowieso keinen Schaden machen, bis die Attacke wieder ab ist. Kann ich auch gleich hier den machen. Hält ein bisschen mehr aus. Dann kriegt er nur noch einen Schaden statt 1. Ja, wirklich, viel bringt's nicht. Effektiv 2, ne? Wahnsinn. Okay. Gut, dann wieder Dorimi. So, der dürfte jetzt gleich tot sein. Krank. Wäre so krank. Wieso krank? Das ist doch kacke. Jetzt mache ich nicht mehr 80 Schaden, sondern 41. Aber es hat gereicht, zum Glück. Wie viel Schaden macht das eigentlich? 52. Okay, der hintere blutet. Das ist aber egal. Das brauche ich in Zukunft nicht mehr machen. Ja, können wir mal den machen. 2 Schaden. Wow. So. 2 Wächter sind natürlich bitter. Ha, ihr seht schon, die Spannung ist boah, ich weiß nicht, ne? Die ist nicht auszuhalten, diese Spannung hier.
Ich glaube, ich sollte das rausschneiden, wenn im nächsten Kampf nochmal ein Wächter dabei ist, weil es einfach zu lang dauert. Und ich muss sagen, der erste Kampf mit dem Wächter war bisher der absolut schlimmste, weil die beiden Gegner, die dahinter waren, das waren halt einfach beide, die verwirren konnten. Das war so ein Abfuck. Kann ich vielleicht hier so zack machen? Ja, 1 und 1, das ist gut. So, dann haben wir hier erstmal so ein Heal. Ich bin krank. Ich werde nicht, wenn ich krank bin, diesen Zauber starten. Ich möchte da gut Schaden rausdonnern. Wenn ich das schon time, dann time ich es richtig. Und ich kriege dadurch halt übelst mehr Schaden. Das ist so bitter. Gut, er macht mich nicht krank, das ist sehr nett. So, er ist jetzt krank. Ich greife jetzt mit ihm mal nicht an. Weil er macht bestimmt weniger Schaden als ich jetzt mit ihm. Das hätte ich nicht gedacht. Gut. Hätte ich doch mit ihm angreifen sollen. Ja, zu spät. Ja, können wir mal wieder 2 Schaden machen. Der Skarabäus hinten verblutet so nach und nach, ne? So, die Blutungseffekte natürlich runterheilen. Die machen nämlich zu viel Schaden auf die Zeit gesehen. Deswegen ist Rocky auch schon so angeschlagen. Voll auf die Eier. Falls dieser Wächter sowas wie Eier hat. So hart wie der ist, glaube ich, hat er gar keine Eier. Schwupp. So, jetzt gibt's erstmal einen Heal für dich und dann machen wir wieder Doremi. Also, du bist jetzt krank. Ja, ich hab's fast befürchtet. So, ein bisschen Heilung kann ja auch nicht schaden. Natürlich machst du mich nochmal krank. Ich mach kein Doremi, wenn Diana krank ist. Da geht zu viel Schaden verloren. Da warte ich lieber. Ja, okay, sehr gut. So. Sehr schön. Und noch einmal zumindest 30, 40 Schaden raushauen. 16 nur. Krank macht mich so schwach. Naja. Okay, in 9 Runden dürfte deine Geschichte sein. Und ich glaube, ich werde die Kämpfe gegen Wächter rausschneiden, weil die einfach unheimlich fad und langweilig sind. Und sie dauern ewig und ich weiß nicht. Aber ich wollte einfach nur zeigen, wie... Dass meine einzige Möglichkeit, die überhaupt noch zu töten, magische Waffen wären. Aber ich habe keine, die effizient gegen sie sind. Und eben dieser Wuteffekt. Und beides ist nicht gerade safe. Sowohl die magischen Waffen sind nicht safe, weil wenn sie verwirrt ist, zack, zack, alle tot. Und... Ja, und der Wuteffekt, dass der nicht safe ist, das dürfte wohl jedem bewusst sein. So. Nee, du machst jetzt sie krank. Nein, du machst ihn krank. Ah, das ist aber nicht so schlimm. Denn er wird jetzt sowieso sterben. Ja. Boah, habt ihr das gesehen? Diese Wächter sind so einfach so... Boah, die haben einfach so viel Leben. Die Wächter haben mich schon immer gestört. In jeder Runde haben mich die Wächter gestört. Aber in dieser Runde hätten sie mir fast das ganze Spiel kaputt gemacht, ne? Okay. Gut. Ja, ich bin jetzt krank. Na, nicht mal. Aber das war's jetzt eh. Oh, anstrengend. Wie wär's mit einem... Nein, ich bekomme kein Item, was mich gegen Verwirrung schützt. Okay. Ihr wollt also nicht. Okay, wir sehen uns gleich wieder, wenn der Wächter down ist.
So, der Dürrkampf dürfte, der Wächter dürfte jetzt auch gleich down sein. Schauen wir mal, wenn jetzt große Verwirrung kommt, könnte es sogar gewesen sein. Okay, das ist nicht so schlimm. Oh. Ja, das hat wehgetan. Aber ich muss jetzt den Wächter umhauen. Okay, es hat nicht gereicht. Wow. Jetzt muss ich heilen. Wahnsinn, wie lange diese Wächter am Leben sind. Das waren jetzt 2 oder 3 Runden mit dem Wuteffekt und es hat nicht gereicht. Viel Leben hat er nicht mehr, also den kann ich jetzt umhauen. Werde ich jetzt auch machen. Auch wenn es jetzt 2, 3 Runden dauern wird. Der hat vielleicht noch 10 Leben oder so, wenn überhaupt. Der dürfte jetzt, müsste eigentlich so gut wie tot sein. Der dürfte eigentlich gar nichts mehr haben. Das gibt's doch nicht. Der hat, der war, rein gefühlstechnisch hat der gar nichts mehr. So. So. No, dann muss man noch einmal Wuteffekt machen. Ich hasse das mit dem Wuteffekt. Ich werde auch vorher nochmal hochheilen. Sonst ist mir das zu riskant mit dem Verwirrtmachen und alles. In der Zwischenzeit kann ich hoffen, dass er mal stirbt. Ja, ich sag doch, der hat nicht mehr viel Leben. Jo. Trotzdem steht uns hier noch ein dicker Endboss bevor. Vergesst das nicht. Natürlich. Erstmal die Debuffs entfernen. Das dürfte effektiv sein, jawohl. Er hat sogar eine eigene Gruppe Face Agro Daroki. Okay. So, hohe Priester, was willst du jetzt alleine noch machen, außer uns die ganze Zeit vielleicht verwirren? Könnte er theoretisch. So, noch einmal zur Sicherheit. Nope. Du Pisser. Was ist los mit dem Heiler? Der hat doch einen Pakt geschlossen mit den Gegnern oder so. Ich wollte auch kämpfen, die haben ihn nicht kämpfen lassen. Jetzt heile ich immer den Gegner hoch. Seht ihr schon wieder? Das gibt's doch nicht. Das gibt's doch nicht. Ha, genau, hau ihn aufs Maul. Was hat denn da 5 Schaden gemacht? Hast du mit dem Schild zugeschlagen oder was? Oh. Okay, jetzt kommt die letzte Zerreißprobe. Jetzt kommt der allerletzte Boss. Der wird uns jetzt wohl nicht umhauen, oder? Ich habe nichts bekommen, was gegen Verwirrung hilft. Oh, bitte, 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 bitte. Lass uns nicht fällen. Ich bin gerade sehr nervös. Okay, der macht wenig Schaden. Das heißt, ich werde einfach auf mega sicher spielen. Mega sicher spielen. Okay, das... Der macht uns nur tot mit Verwirren, ne? Oh, er blutet. Das ist gut. Du brauchst einen Heal. Oh, bluten ist sehr gut. Autsch. Nope. Nope. Jo, das ist okay. Nope, das ist noch nicht so cool. Alter, hör auf, die Gegner zu heilen! Wenigstens etwas Gutes ist gerade passiert. Okay, ich kann jetzt kein Damage mehr machen. Natürlich.
Rocky, halt durch! Du musst dich selber buffen! Okay, das sollte dir ein bisschen Sicherheit geben. Okay, er ist wieder im gelben Bereich. Du sollst bluten! Nicht, nein! Ja! Die Debuffs müssen weg. Das hilft nichts. Ich kann die Debuffs nicht wegmachen. Der haut sie gleich wieder drauf. Ich glaube, ich lasse Rocky sterben. Ich kann 3 nicht gleichzeitig hochheilen. 23 Blutungsschaden nur noch. Das ist gut. So. Ich glaube, ich muss Rocky echt sterben lassen. Nein, das ist... Ja, okay, das ist nicht ganz so schlimm. Okay, ich lasse jetzt Rocky sterben. Weil ich schaffe es nicht, alle 3 hochzuheilen. Das schaffe ich nicht mit dem Healer. Und versuche einfach nur noch mit Diana den Boss umzuhauen. Okay, 14 noch. Das ist okay. Das ist vollkommen okay. Das war jetzt Absicht. Auch, ja, was heißt Absicht? Absicht ist das falsche Wort. 2 sind deutlich angenehmer hochzuheilen. 12. Okay, gut, getroffen. 8. Nein, 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 nein. Bitte, bitte auf den Gegner. Nein, das ist schlecht. Das. Oh ja. Ja, was für ein Glück. Oh, so ein Glück gehabt. Gut, dass ich verflucht bin. Okay, das ist nicht so gut. 8. Oh komm, bitte auf den Gegner. Ja, wie geil. Ja, okay, jetzt habe ich echt Glück. Jetzt machen wir mal den hier. Gut. Na, musste mal passieren. Nice. Nicht so nice. Nice. Hihi, läuft. Okay, jetzt habe ich echt Glück. ja! Auf den Gegner treffen? Ja, geil! Noch 1! Oh Gott, der ist gleich tot! Ich hab's geschafft! Ich hab's geschafft! Oh mein Gott, das war der spannendste Kampf, den ich je hatte! Es ist noch nicht zu Ende übrigens, wir müssen noch nach Hause kommen. Oh, ich hab's geschafft! Ich hab's geschafft. Ich muss nach Hause. War eine gute Entscheidung, den sterben zu lassen. Ein Hund. Ignorieren. Reise fortsetzen. Ah, sehr schön. Ignorieren. Ich bin jetzt ein Weichei, ein Feigling. Alles, was uns jetzt verwirrt, kann uns töten. Und noch ein Leichnam, den ich auch ignorieren kann. Ja. Geil, ich hab's geschafft. Ich hatte so viel Glück beim Bosskampf. So viel Glück. Rohe Gewalt. Am Schluss, im allerletzten Kampf, ist mir tatsächlich einer gestorben. Sonst ist mir keiner gestorben. Okay, rohe Gewalt. Wo ist meine Erfolgsliste? Ich bin gerade so fertig. Rohe Gewalt geschafft. Oh Gott, ich bin total verschwitzt. Oh, sehr schön. Oh. 87% der Erfolge und 87% der Helden. Ich kann nicht mehr richtig reden. Okay, was fehlt denn jetzt noch? Okay, es fehlen noch die 3 Erfolge. Es fehlt
Okay, spiel sie alle und gewinn mit allen und einfach magisch. Das wird unser nächster Erfolg und töte den Tod. Da weiß ich noch nicht, wie wir das machen, aber nicht mehr viel. Im Grunde ist es noch dieser eine Erfolg und dann halt mit den anderen allen noch durchspielen und ganz oft verlieren und der Tod. Oh, geschafft. Nervenaufreibender letzter Part, würde ich sagen. Ich hoffe, es hat euch soweit gefallen. Ich mache jetzt eine Pause. Bis dann und ciao, ciao. Euer Blacky.